Begrüßen Sie gemeinsam mit mir. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung sitzt jetzt in Berlin, Anja Karliczek, bei uns willkommen zu heißen. Schön, dass Sie da Einen sind. guten Tag, hallo. Hallo in die Runde. Vielen, vielen Dank, Frau Bundesministerin, dass Sie heute zu Gast sind. Sie haben gestern Forschungsrat in Bonn gehabt. Sie haben viele Dinge gerade vermutlich auch mit Corona und mit vielen Themen auch, die die deutsche Bundesregierung insgesamt betreffen. Ich habe ein paar Dinge mir vorbereitet, Informationen, um sie kurz vorzustellen. Aber eigentlich möchte ich, dass wir möglichst rasch in das Gespräch hineinkommen. Nun, in aller Kürze, Sie haben Ihre Matura, sagt man bei uns in Österreich, Ihr Abitur in Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen abgelegt. Sie haben dann die Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, erfolgreich absolviert, in weiterer Folge zur Hotelfachfrau, sind in eine leitende Funktion eingetreten im Hotel Teutoburger Wald, haben im Anschluss oder parallel dazu dann BWL, also Betriebswirtschaftslehre, studiert an der Fernuniversität Hagen und mit dem akademischen Grad an der Diplomkauffrau abgeschlossen. So, ja, kann nicht so lange sein, wenn wir Sie da sehen, in aller Blüte und Fröhlichkeit. Aber dann kam die Partei oder die politische Karriere in der CDU, zuerst auf kommunaler Ebene in der Stadt, im Bundestag, später als parlamentarische Geschäftsführerin. Nun, das ist der kleine Abriss, damit die Frage, die ich jetzt an Sie richte, besser eingeordnet werden kann. Frau Bundesministerin, was würden Sie als Ihre prägendsten Stationen im Leben bezeichnen, die Sie dort hergeführt haben? Also die prägendste Situation ist auf jeden Fall für das politische Amt selber, dass man mal Kommunalpolitik gemacht hat. Das hilft mir selbst hier und heute, wo wir ja im Grunde Strategien und eigentlich im Wesentlichen, ich sag mal, Geld zur Verfügung stellen, um Fortschritt zu erzeugen. Da hilft es aber sehr, wenn man weiß, wie das auf kommunalpolitischer Ebene umgesetzt werden muss. Also diese Erfahrung mitten aus dem Leben, die kann einem keiner nehmen. Und die ist für jedes politische Amt, und ich glaube, das gilt wirklich für jedes politische Amt, immens wichtig. Und deswegen, wenn ich junge Leute sehe, die dann sagen, ich möchte gerne auch mal sowas machen, wie Sie machen, dann sage ich denen immer, ich sage, dann tut mir einen Gefallen. Und fangt im Grunde in der Kommunalpolitik an, weil da könnt ihr das richtige Leben kennenlernen. Und das, finde ich, ist der wichtigste Punkt. Als Kommunalpolitikerin ist man natürlich besonders exponiert. Will heißen, von der Früh bis spät in den Abend haben Sie mit ganz konkreten Themenstellungen, mit ganz konkreten Problemen zu tun. Und man hat auch, in Österreich sagt man, keinen Genierer, Sie direkt zu adressieren, auch mit Problemen und Sie vielleicht auch zu kritisieren. Oder eine Politiker und Politikerinnen sind ja insbesondere mittlerweile so etwas wie eine Art Freiwild geworden für alle Kritik, zum Teil auch relativ hemmungslos und ungeniert. Wie ist es Ihnen damit gegangen in der Kommunalpolitik? Haben Sie sich dann wohlgefühlt? Sie haben viel gelernt, aber ist das auch etwas, was Sie dann empfehlen würden? Ich glaube, das ist etwas, was man einfach lernen muss, was übrigens aber gar nicht nur für die Politik gilt. Egal, wo man Verantwortung übernimmt, muss man sich natürlich auch Kritik gefallen lassen. Und im Grunde, finde ich, ist das auch etwas, man kann sich den Schuh anziehen oder man kann es lassen. Man hat immer die Möglichkeit auch zu sagen, das ist ungerechtfertigte Kritik und die ziehe ich mir gar nicht an. Und ich habe auch ein gutes Argument, warum ich das für ungerechtfertigt halte. Gut ist, wenn man einen Umkreis hat, ein Umfeld hat, auch eine Familie hat, die so schwierige Tage, wenn es wirklich mal hart wird, dann mit abfedert. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe auch am Anfang hier in meinem Amt manches Mal Kritik erfahren, wo ich gesagt habe, die Kritik ist ungerechtfertigt. Wenn man dann auch ein Arbeitsumfeld hat und Mitarbeiter hat, die einem dann den Rücken stärken. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Aber dieses, sich Kritik gefallen zu lassen, ist erstmal etwas Positives. Wenn die Menschen nämlich nicht mehr mit einem reden, dann habe ich ein Problem, dann erfahre ich nämlich auch nichts mehr. Und Politik lebt im Wesentlichen davon, ich mache auf Bürgersprechstunde. Und wenn ich in der Bürgersprechstunde sage ich den Leuten immer, ich sage, wenn Sie mir ein Problem vortragen und ich höre das einmal, dann weiß ich, da ist jemand, der hat ein persönliches Problem. Aber ich kann, wenn ich
wenn ich Gesetze mache für 83 Millionen Menschen, dann kann ich nicht jedes einzelne Problem lösen. Wenn ich aber das gleiche Problem immer wieder vorgetragen kriege, dann weiß ich, dass das ein systemisches Problem ist. Und wenn die Leute diese Kritik nicht mehr anbringen können, und manche schlagen dann eben mal über die Stränge, es gibt eben auch nicht alle, die sich, ich sag mal, dann so verbal dosiert ausdrücken können, manchmal meinen sie es gar nicht böse. Und rauszufinden, ob es, ich sag mal, wirklich ein gewollter Angriff ist oder vielleicht auch einfach nur sich einfach aus der Emotion heraus ein bisschen unpassend artikuliert zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was wir rausfinden müssen, was ein Teil unserer Aufgabe ist. Aber man muss einfach auch ein bisschen lernen, sich ein dickes Fell wachsen zu lassen und nicht jede Kritik persönlich zu nehmen. Sie sind im Zuge dieser politischen Laufbahn zuerst auf der kommunalen Ebene, sukzessive dann Bundestag, parlamentarische Geschäftsführerin. Dann sind Sie 2018 als Mitglied in die Bundesregierung berufen worden, zuständig für Bildung und Forschung. Wie wird man Bundesministerin? Bewirbt man sich da? Wie sind Sie da hineingeraten? Nein, da bewirbt man sich nicht drum. Also ich bin ja 2013 erst in den Deutschen Bundestag gekommen und ich bin dann ja auch schon, das war eigentlich auch schon ein recht schneller Schritt, wo doch auch die Kollegen dann manchmal schon ein wenig, naja, neidisch ist vielleicht der verkehrte Begriff, aber wo, wenn man relativ schnell in Verantwortung kommt, dann ist das immer etwas, wo doch dann auch Kollegen hingucken. Und dann 2018 schon Bundesministerin werden zu dürfen, das war schon ein sehr schneller Sprung. Und ich muss sagen, man hat wenig, also ich finde immer, man kann politische Karrieren generell sehr wenig planen. Man kann sich bewerben und man muss sich erstmal um das grundsätzliche Abgeordnetenmandat ja erstmal alle 4 Jahre wieder bewerben. Was dann daraus entsteht, was man für eine Aufgabe, ob so innerhalb der Fraktion oder auch innerhalb einer Bundesregierung dann auf einen wartet, das ist nur begrenzt planbar. Was man allerdings dazu tun kann, und das kann ich jedem, der so ein politisches Amt anstrebt, empfehlen, sich wirklich auch einzubringen, sich Sachkenntnis anzueignen, zu zeigen einfach, dass man gewillt ist, Materie zu durchdringen und sich dann wirklich auch drum zu kümmern. Also das ist im Grunde, ich sag mal, eher eine sehr praktische Empfehlung, als dass man jetzt sagen kann, man kann diesen Weg oder diesen Karriereweg ansteuern. Das kann man nämlich, glaube ich, nicht. Am Ende spielen da so viele Faktoren mit, die man nicht beeinflussen kann. Und deswegen kann man nicht sagen, man kann so einen Karrierepfad anstreben. Man kann aber etwas dafür tun, nämlich dass man innerhalb der, ich sag mal, der Arbeitsumgebung, die man hat, sowohl in der Fraktion als auch darüber hinaus einfach einen guten Ruf hat und dafür sorgt, dass man bekannt dafür ist, dass man gewillt ist, sich auch mit neuer Materie intensiv auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das war es an der Stelle, warum ich die Chance gekriegt habe, dieses Amt jetzt auszuüben. Und als Sie damals angerufen wurden oder verständigt wurden, Achtung, Frau Abgeordnete, Frau Bundestagsabgeordnete, wären Sie oder wärst du bereit, so ein Amt zu übernehmen? Wie fühlt man sich da? Haben Sie da nachdenken müssen länger? Und wie läuft so etwas? Also das ist ja, also ich habe dann ein Gespräch mit unserer jetzigen Bundeskanzlerin gehabt und dann hat sie mir das vorgestellt und hat gesagt, wir stellen uns vor, dass ich dieses Amt übernehme. Und dann hat man natürlich nicht ewig lange Zeit, weil das sind Entscheidungen, die müssen dann ja auch innerhalb von ein paar Tagen gefällt werden. Und das Wichtigste ist ja, ich glaube, jemand, der noch nie ein Regierungsamt gehabt hat, und das war bei mir ja so, dass die Fraktionsgeschäftsführung ist ja ein Fraktionsamt. Ich glaube, so ganz weiß man nicht, was einen erwartet. Man muss einfach auch da gewillt sein zu sagen, okay, ich bin eben im Grunde dann der Chef einer Behörde ich habe zum Beispiel ungefähr 1200 Mitarbeiter an 2 Standorten, dass man wirklich gewillt ist, sich sowohl mit der Sache als auch mit den Strukturen dann auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, ich will und ich will auch, dass die Arbeit gut läuft. Und dann muss man, also wenn man das nicht will, wenn man sagt, ich bleibe lieber eben auf der Fraktionsseite, ich mache eben weiter lieber Fraktionsarbeit, das ist die Grundsatzentscheidung. Mehr kann man an der Stelle dann im Detail in dem Moment nicht entscheiden. Vor allen Dingen, ich habe vorher Finanzpolitik gemacht, ich habe vorher keine Bildungspolitik gemacht. Ich musste mich also in die Untiefen unserer Bildung, unseres Bildungsföderalismus, inklusive, ich sag mal, Hochschulen, Schulen und, was alles dranhängt, außer universitäre Forschungseinrichtungen. Ich musste mich mit vielen, vielen Details in diesen letzten 2, 2,5 Jahren, die ich jetzt im Amt bin, auseinandersetzen. Das muss man wollen, weil das ist viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut.
Sie machen es ja leicht, direkt zum Thema hinzuführen. Unser Thema lautet heute ja Bildung und Forschung, wohin geht die Reise? Sie haben gesagt, man muss bereit sein, sich mit den Untiefen auseinanderzusetzen. Sie haben in Deutschland die föderale Struktur des Bildungswesens angesprochen. Wir haben natürlich das Innerdeutsch mit dieser föderalen Struktur, aber wir haben es natürlich auch international mit den Bildungsministerinnen und Bildungsministern auf der europäischen Ebene. Das ist ja an sich keine europäische Kompetenz, also Kommissionskompetenz, sondern sehr, sehr stark auf der nationalstaatlichen Ebene verblieben. Ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet, wenn wir denn nun wirklich dabei bleiben, Bildung und Forschung, wohin geht die Reise? Was würden Sie aktuell als die größten und für die nächsten 2, 3, 5 Jahre als die größten Herausforderungen im Bildungsbereich Also das eine ist, ich würde jetzt mal am Anfang beides zusammenfassen wollen. Bei Bildung und Forschung kann man, glaube ich, zukünftig gar nicht mehr so getrennt betrachten, wie wir das vielleicht die letzten 50, 60 oder auch 70 Jahre getan haben. Mhm. Im Bildungsbereich haben wir auch eine Neuerung, nämlich dass das Thema akademische und berufliche Bildung genauso zusammenwächst, wie der Bereich Bildung und Forschung zusammenwachsen. Also diese Netzwerkstrukturen, das eine nicht ohne das andere zu denken und die Motivation aus beiden Bereichen mitzunehmen. Also ich will vielleicht mal ein praktisches Beispiel bringen. Das duale Studium in Deutschland wächst aus dem Grunde so gigantisch, weil man merkt, dass man eben nicht jemanden nur theoretisch ausbilden kann und dann stellt man ihn auf einen Arbeitsplatz und dann kann er den Arbeitsplatz ausfüllen. Das ist nämlich nicht wahr. Warum gehen zum Beispiel gerade viele Unternehmen in Deutschland hin, nachdem jemand einen Bachelorabschluss gemacht hat, fangen sie an, im Grunde ein Trainee-Programm draufzusetzen und die Leute dann eben auf diesen Arbeitsplatz wirklich zu schulen. Aha. So, und jetzt geht man in immer mehr Bereichen hin und verzahnt diesen praktischen und den theoretischen Teil. Und das wird zunehmen. Und wenn ich dann jetzt noch für den schulischen Bereich oder auch für den hochschulischen Bereich dann die Forschung mit hineinnehme, also ich glaube, dass die Digitalisierung dazu führen wird, dass man ganz viele Möglichkeiten, auch Forschungsdaten zu generieren über Projekte, die in Hochschulen oder auch in Schulen angesiedelt sind für die Breite, also nicht nur für die, die wirklich Forschung dann auch an den Hochschulen machen, sondern dass man sagt, okay, beteiligt euch doch an sogenannten Citizen Science Projekten, um dadurch auf der einen Seite die Motivation in die Breite der Gesellschaft zu kriegen, auch zu sehen, was Forschung heute kann, auf der anderen Seite eben den Mehrwert, dass alle mitmachen können, auch zu nutzen, um wieder zu werben für die Forschung. Und da sieht man eben, dass sowohl im Bildungsbereich als auch im Forschungsbereich die Dinge immer weiter zusammenwachsen. Und das ist eben das, was wir jetzt strukturell begleiten müssen. Denn das ist ein Riesenwandlungsprojekt. Das ist auch nicht in 2 Jahren oder so abgeschlossen. Das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Darf ich hier nachfragen oder etwas tiefer versuchen hineinzugehen? Mir gefällt ja diese gesamthafte und synergetisch vernetzte Betrachtung von beruflicher und akademischer Aus- und Weiterbildung und von Bildung und Forschung. Wenn wir aber nun beim Bildungsbereich vielleicht bleiben. Wir haben gerne auch in den vergangenen Jahren oder je nach Bildungssystem eine Art der Entkoppelung vom Gymnasialbereich und dem anschließenden Hochschulbereich gesehen oder vom vorauslaufenden K12 zum anschließenden Bereich. Gewissermaßen die Gymnasien und die vorauslaufenden Schulen, die sich vergleichsweise wenig darum gekümmert haben, was nachher ist, beruflich oder akademisch, und die Hochschulen, die sich auch zum Teil entkoppelt hatten. Ist es nicht auch nötig, hier eine Verzahnung, also nicht nur horizontal, sondern vertikal vorzunehmen? Ja. Das ist der nächste Schritt. Wir haben ja schon wesentlich größere Anstrengungen jetzt in den letzten Jahren unternommen, um Berufsorientierung in die Schule hineinzubringen. Wenn man mich fragen würde, aber ich darf das ja immer nur begrenzt sagen, ich würde ja noch einen Schritt weitergehen, denn die Digitalisierung macht es ja heute möglich, dass ich selbst bei Kindern noch ganz früh anfange, im Grunde mir anzugucken, was für Stärken und was für Leidenschaften haben die. Rein so, ich sag mal, sehr spielerisch über so Gamification-Ansätze im digitalen Bereich. Kann ich schon ganz früh in der Grundschule im Grunde schon feststellen, worauf springen diese Kinder denn an, was fasziniert sie? Eher was Strukturelles, eher was Kreatives, eher was Sprachliches, eher was Mathematisches. Und dann kann man nämlich hingehen, sie im Laufe ihrer Schulzeit wesentlich individueller zu begleiten und hat damit vielleicht auch schon, wenn sie die Schule verlassen,
ein Spektrum an Aufgaben, was sie dann auch zukünftig begleitet. Aber einen zweiten Punkt will ich noch machen. Das eine ist ja, diese Wege schon ganz früh zu begleiten. Das zweite ist, dass wir den jungen Leuten viel, viel klarer machen müssen, als das in den letzten Jahren gewesen ist, dass sie nicht aus der Schule kommen, einen Beruf erlernen und dann 40 Jahre das Gleiche machen. Also das ist etwas, das ist ein Relikt, glaube ich, aus Zeiten der Industrialisierung, wo das zum Teil ja so gewesen ist. Das ist ja auch nicht bei allen so gewesen. Aber die Welt ist viel, viel schnelllebiger und man muss bereit sein, sich im Laufe seines Lebens immer wieder mit neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen, immer wieder neue Qualifikationen sich anzueignen. Zum einen, finde ich, hält das jung und zum anderen macht einen das auch sehr beweglich, immer wieder auch einen neuen Arbeitsplatz ausfüllen zu können. Und das kommt mir in dieser ganzen Diskussion häufig noch zu kurz. Wir haben immer noch dieses Bild von ein Arbeitsplatz, 40 Stunden die Woche und das am besten 40 Jahre lang. Und das ist, glaube ich, das größte Märchen, womit wir die jungen Leute losschicken können. Denn das wird es in der Form in großen Teilen nicht mehr geben. Und wenn wir das noch besser auch schon einplanen können, dass man ihnen das auch einfach sagt, ne, dass zum Beispiel auch nach einem fertigen Studium am Ende immer noch auch akademische Module hinterher nötig werden. Ich bringe mal dieses Beispiel künstliche Intelligenz. Wir sehen gerade, dass gerade auch im industriellen Bereich die künstliche Intelligenz in ganz vielen Bereichen wirklich eine extrem wichtige Rolle spielt. So, und was bedeutet das aber? Dass sich vielfach beruflich ausgebildete Menschen, die können Meister haben, die können Betriebswirt haben, die können schon wirklich super ausgebildet sein. Und trotzdem werden die diese theoretischen oder zumindest Grundlagenkenntnisse über das, was die künstliche Intelligenz mit ihrem Arbeitsplatz macht, das werden sie sich aneignen müssen. Und da ist das egal, ob die 30 sind, ob die 55 oder ob die 60 sind. Wenn die bis zum Rentenalter noch, ich sag mal, qualitativ hochwertigen Arbeitsplatz ausfüllen wollen, und am Ende ja auch müssen, dann müssen sie sich damit auseinandersetzen. Das können wir den Leuten nicht ersparen. Und ich halte das sogar für etwas, was ja auch jeden Arbeitsplatz, wenn man ihn schon lange ausfüllt, nochmal wieder attraktiv macht. Am Ende ist es wichtig, und damit überlegen wir jetzt seit 2 Jahren, wie wir da vernünftig mit umgehen, weil das bedeutet am Ende, dass wir über 40 Millionen Mitarbeiter auf Dauer jetzt weiterbilden müssen, und zwar sehr kleinteilig und sehr speziell auf ihren eigenen Arbeitsplatz ausgerichtet. Und das ist eine Struktur, die wir ja in der Breite noch nicht haben. Wir haben schon viele, die sich weiterbilden. Aber so ein spezielles, modulares System, das versuchen wir gerade aufzubauen. Sie haben es ja angesprochen. Derzeit ist irgendwie das Gefühl, man hätte einmal eine Ausbildung absolviert und dann wäre man relativ lange, idealiter sogar bis zum Ende eines Berufslebens, fit und proper für diese Qualifikationen, die benötigt werden. Ist denn nicht allein das Wort, die Terminologie in einer gewissen Weise unglücklich, nämlich Ausbildung? Ich bin jetzt ausgebildet, fertig, ad, Ende. Ja, will heißen, und Gott sei Dank, so sinngemäß, jetzt wische ich mir über die Stirn, endlich hinter mir. Und Sie haben es ja auch dann später kurz erwähnt, ja, das wird nötig sein, dass man sich wiederkehrend, also eben weiterbildet und mit neuen Themen befasst. Nötig und Ausbildung und so sind so gewissermaßen in den Begriffen einer Bevölkerung. Endlich habe ich es hinter mir und Gott sei Dank, und hoffentlich nie wieder. Ist denn nicht diese Lust, diese Leidenschaft, dieses Positive, eigentlich sich wiederkehrend mit Dingen zu befassen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, das auch etwas, was in der Kultur des Lehrerberufes viel stärker verankert werden sollte? Also dieses Neugierde wecken. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Sexappeal verwenden soll, aber das Besondere, das Begehrenswerte, hier Bildung zu machen. Und wenn ich das kurz ansprechen darf, das ist ja kein deutsches Phänomen, das ist im Übrigen fast ein kontinentaleuropäisches System, wenn Sie nach Asien oder nach Afrika oder wo immer hingehen. Und mittlerweile vorgestern in Tirol, Schülerdemo, ich will wieder in die Schule, aufgrund Corona, distant, ich will endlich wieder und ich bestehe auf dem Recht, in die Schule zu kommen. Das ist etwas, was sich jetzt irgendwie doch vielleicht in einem Gesinnungswandel manifestiert. Ist denn dies eben nicht dieses Leidenschaftsthema, dieses Terminologiethema und dieses Kulturthema etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen? Ja, wir haben generell sowohl im Arbeitsbereich als auch im Bildungsbereich haben wir noch sehr dieses, das ist eine Pflicht.
dass das eine Lust genau. ist, dass das Freude macht, dahin zu gehen. Ich glaube, das haben viele schon verinnerlicht. Ich habe auch nicht den Eindruck, ich habe selber drei erwachsene Kinder, dass die jetzt irgendwie jeden Morgen mit Gram aus dem Haus gegangen sind, dass sie jetzt wieder gehen müssen, sondern dass sie das schon auch eher als Freude empfunden haben. Aber da bin ich bei Ihnen, dass wir über unsere Terminologie wahrscheinlich in den nächsten Jahren generell mal nachdenken müssen, weil vieles, was wir heute haben und tun, ist noch aus einer Historie in den Köpfen, die aber ist dem, was heute Tatsache ist und dem, was Fakt ist, häufig überhaupt nicht mehr entspricht. Also wir sind da in der Sache häufig viel weiter, als wir das in unseren Köpfen sind. Wir diskutieren ja auch immer sehr, wie viel so dieses Regelwerk, was wir alles brauchen und man muss bis da und dahin was erreicht haben. Wir haben in Deutschland, man hat ja damals mit Bachelor und Master im Grunde die Idee gehabt, naja, jeder soll erstmal einen Bachelor machen und wir haben ja ganz bewusst nur ein Drittel der Menge an Plätzen, die man im Bachelorbereich hat, dann auch im Masterbereich gehabt. Und wir sind ja heute mittlerweile immer noch so, dass die Dinge direkt hintereinander geschaltet werden, dass die jungen Leute nämlich mitnichten erstmal in die Arbeitswelt hineinschnuppern, sondern dass ganz viele dann direkt weitermachen. Das ist ja eigentlich alles gar nicht so gedacht gewesen. Man wollte ja gerade mit dieser Modularisierung im Grunde es aufbrechen und sagen, schnuppert erstmal rein und dann könnt ihr im Grunde mit dem Masterbereich euch schon dann so spezialisieren, dass man dann eben auch weiß, wo es hingeht. Aber wir sehen, dass diese Strukturveränderungen in einer Gesellschaft, die schon, ich sag mal so, auch sehr gefestigt sind. Wir sind ja, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den afrikanischen Ländern, die ja solche gefestigten Strukturen, wie wir sie haben, auch gar nicht kennen. Die sind dann natürlich viel flexibler und die sind dann auch viel eher bereit, auch diese ganzen digitalen Möglichkeiten anzunehmen. Wir haben bei uns im Jahr 2019 im Mai, nach langen Diskussionen, nach 3 Jahren auf und ab, haben wir den Digitalpakt für die Schulen beschlossen, um die Digitalisierung in die Schulen hineinzubringen. Da hat sich am Anfang gar nichts bewegt. Wir hatten festgelegt, dass es erst ein Konzept geben soll, mit dem halt in den Schulen festgelegt wird, was soll eigentlich die Digitalisierung bringen. Das Ganze hatte eigentlich mehr den Hintergrund, dass man sich in der Schule mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung mal überlegt, so was soll das denn unter pädagogischen Gesichtspunkten bringen. Das haben ganz viele dann erstmal von sich geschoben und haben gesagt, naja, wir gucken mal erst, was die anderen machen. Die anderen wissen das vielleicht besser. Diese Bereitschaft, sich auf was einzulassen und zu sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal und auch wenn das erste nicht unbedingt optimal ist, aber wir haben dann schon mal 1, 2, 3 Schritte gemacht. Das war sehr wenig ausgeprägt und da hat jetzt die Corona-Krise etwas verändert und ich glaube auch, dass insgesamt in der Gesellschaft jetzt die Corona-Krise bei allem Leid, was es bringt, so einen Push gegeben hat, dass ganz viele jetzt bereit sind, sich wieder zu bewegen. Im Hochschulbereich sieht es bei uns ja ein klein wenig anders aus, weil die Hochschulen durch ihre Autonomie immer selbst gefordert waren, zu überlegen, wie entwickeln wir uns weiter. Und da hat die Digitalisierung vielleicht auch durch den Umstand, dass man ja mit Erwachsenen arbeitet, dass man da vielleicht auch schon eher weiß, wie man das mit erwachsenen Studenten dann eben auch umsetzen kann. Die waren schon ein Stück weiter und konnten dann auch in der Corona-Krise, und das hat sich ja gezeigt, wesentlich besser ihre Studenten dann erreichen, als das bei uns in der Schule der Fall war. Und gerade im Schulbereich hat bei uns aber jetzt die Corona-Krise dafür gesorgt, dass ganz viel Bewegung da reingekommen ist. Obwohl ich da auch immer sagen muss, niemand will die Präsenzschule oder die Präsenzuni abschaffen. Also dieses Lernen im Team, Lernen in der Gemeinschaft, das ist ein Wert an sich. Und deswegen Digitalisierung kann Mehrwert für individuelle Förderung bringen, sowohl in der Hochschule als auch in der Schule. Aber es kann niemals diese Lerngemeinschaft ersetzen, dieses sich untereinander persönlich auszutauschen. Also wer das glaubt, der hat die Frage, was soll Digitalisierung bringen, gerade im pädagogischen Bereich, glaube ich, noch nicht so verstanden, wie wir sie zumindest verstehen. Jetzt haben Sie das Wort Bildungspflicht und eben das ist ja von der Bildungspflicht zur Bildungslust, zur Leidenschaft, Bildung konsumieren dürfen. Konsumation ist ja auch eine Bildung erwerben, an Bildung arbeiten zu dürfen. Jetzt, das ist das eine, das haben wir ja kurz ausgeführt. Das zweite ist aber, Sie haben schon gesagt, in frühkindlichem Alter sollte man doch versuchen und die digitalen Möglichkeiten, Gamification und so weiter, ermöglicht das viel besser als früher.
Leidenschaften, Eignungen, Neigungen und so weiter zu identifizieren und diese Schülerinnen und Schüler, diese jungen Menschen an der Hand zu nehmen und dort zu fördern, wo sie stark sind oder wo sie auch ihre Veranlagung haben. Auf der anderen Seite ist aber dann möglicherweise eine Gefahr damit verbunden, der frühzeitigen Selektion, Segregation und diesen größeren, breiteren Bildungskanon. Ich muss jetzt nicht humanistische Bildung groß zitieren, den vielleicht zu verlieren. Und das ist ja fast was Gotteslästerliches im klassischen Bildungs-, also im humanistischen Bildungsverständnis. Wie stehen Sie dazu? Also das Humboldtsche Bildungsideal wirklich hochzuhalten, da bin ich absolut dabei. Und ich glaube auch, dass wir den umfassend gebildeten Menschen mehr denn je brauchen. Mhm. Aber das eine widerspricht dem anderen gar nicht. Also Begeisterung für Bildung zu wecken, gerade da, wo ich stark bin und denjenigen auch da nochmal wesentlich weiter zu fördern und ihm ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das motiviert ihn auch, sich in Bereichen, wo er sich vielleicht schwer tut, auseinanderzusetzen. Also, dass wir diesen ganzen Bildungskanon aufgeben, das sehe ich nicht. Und das glaube ich auch nicht, dass das nötig ist. Aber ich glaube, wir haben gerade im Rahmen der Digitalisierung jetzt ganz andere Möglichkeiten, dieses Fördern, da wo jemand leistungsstark ist, und dann Quatsch, fordern, wo jemand leistungsstark ist und fördern, wo jemand Defizite ist jetzt immer relativ, aber wo er sich vielleicht schwer tut. Da kann man übrigens auch über KI-Methoden, man sieht ja, wenn sich jemand schwer tut, gibt es ja heute schon sehr schöne Programme, festzustellen, warum sich überhaupt jemand schwer tut. Vielleicht ist auch die Art, wie wir versuchen, es jemandem beizubringen, nicht die richtige. Also es ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Die einen lernen wesentlich theoretischer, die lesen etwas, die haben ein fotografisches Gedächtnis, dann wissen die das alles. Andere müssen das eben über Learning by Doing erlernen, indem sie das auch mal ausprobieren können und indem sie einfach mal sehen können, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und da glaube ich, dass wir da in den nächsten Jahren, wenn wir gute Schule, gute Hochschule wirklich in den Mittelpunkt stellen, dass wir da Riesenfortschritte machen können durch diese ganzen neuen digitalen Möglichkeiten. Wir wollen das jetzt übrigens auch nochmal mit den Ländern. Wir haben im Moment durch die ganze Situation sind wir mit den Ländern in einem sehr regen Austausch, wie wir solche Dinge wirklich vorantreiben können. Weil zum Beispiel für Deutschland ist das überhaupt keine Alternative, dass wir bei jedem PISA-Test irgendwie Mittelfeld abschneiden. Wir leben davon, dass wir unsere jungen Leute gut ausbilden. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt richtig ranklotzen, dass wir unsere Schulen auch in die örtlichen Strukturen so einbinden, dass dieses theoretisch und praktisch ganz anders gelebt werden kann. Ich will ein Beispiel bringen. Die ganze Frage nach Nahrungsmittelkunde. Ich höre immer, ja, wir brauchen noch eine Schulstunde. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, weil ich möchte mein Kind nicht noch mehr Stunden in die Schule schicken, als es heute schon in die Schule geht. Die meisten Schulen haben ja schon irgendwie einen Ganztag im Angebot. Und ich fände es viel schöner, wenn wir dann mal zum Beispiel in ländlichen Räumen haben wir noch viele Bauernhöfe, die wesentlich besser zeigen können, wie Lebensmittel hergestellt werden. Das kann man dann ja mit den theoretischen Kenntnissen, die man braucht, verbinden. Und dieses besser zu verzahnen, ich glaube, da haben wir noch ganz viel Potenzial und da können wir die Kinder noch viel besser abholen. Mhm. Vielen Dank. Ich habe ja versprochen, ich habe angekündigt, dass ich auch Fragen hereinnehme und ich bekomme eine ganze Reihe davon. Ich versuche jetzt mal auszuwählen. Die eine Frage, die an mich herangetragen wurde, von einer Frau Martina Kohlberger. Ich darf sie wörtlich vorlesen. Ja? Frau Bundesministerin, ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Bildungslaufbahn. Bildung wird vor allem in Österreich, sozusagen, so sagt man sehr oft, vererbt. Mhm. Welche Maßnahmen finden Sie als geeignet, dass Bildung unter Anführungszeichen demokratischer wird und damit auch durchlässiger für Menschen, die vielleicht keine Akademiker-Eltern haben? Also ich glaube, dass da eben auch die Digitalisierung jetzt echt einen ganzen Schwung an Möglichkeiten bringt, weil wir wesentlich besser die jungen Menschen da abholen können, wo sie stehen. Wir haben ja, unser Bildungssystem ist in den letzten Jahren aufgrund einfach auch der Notwendigkeit auf den Durchschnittsschüler ausgerichtet gewesen. Das war ja auch nicht anders machbar, wenn ich keine Möglichkeit habe, das eben auch besser zu gestalten in einer heterogenen Klasse. Was auch dazu gehört, ist, dass man früher eben ja auch wesentlich homogenere Klassen hatte. Also ich
weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist es ja so gewesen, dass man durch die Integration, durch die Inklusion, wir haben zum Beispiel auch beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule, gibt es in kaum einem Bundesland noch verpflichtende Übergangsempfehlungen, sodass man im Grunde mit den Eltern zusammen auch frei wählen kann, auf welche Schule geht mein Kind. Das hat dazu geführt, dass in den Gymnasien das Spektrum an Leistungsmöglichkeit wesentlich breiter geworden ist. Vor diese Tatsache hat man die Lehrerinnen und Lehrer gestellt, ohne ihnen die richtigen Instrumente an die Hand zu geben. So, und jetzt müssen wir im Grunde mal überlegen, was sind die richtigen Instrumente, damit eben eine Lehrerschaft, die vor 25 oder 30 Schülern steht, dann eben in der Lage ist, wirklich die Kinder individueller abzuholen. Und da ist aus meiner Sicht die Digitalisierung ein Riesenfund. Ob man nicht am Ende trotzdem mal überlegen muss, dass man noch andere Möglichkeiten schafft, vielleicht den Klassenverbund, je nachdem wie groß auch eine Schule ist, anders zu verzahnen, sodass wir doch wieder homogenere Lerngruppen kriegen. Vielleicht kann man sogar über, so wie wir diesen Chat heute machen können, mit ja ungefähr 1000 Kilometern zwischen uns, so kann man ja vielleicht auch Schulen untereinander anders vernetzen, sodass man am Ende doch wieder homogenere Lerngruppen hat und dadurch auch vielleicht mit dem einzelnen Lehrer doch wieder homogener unterrichten kann. Also ich glaube, da müssen wir alle miteinander ganz viel lernen, wie wir die Kinder besser abholen. Ich glaube, dass jedes Kind verschiedene Talente hat und dass wir diese Talente einfach noch besser rausfiltern müssen. Ich bin ein großer Freund davon, wirklich mal zu gucken, ob nicht bei den Kindern, wo wir heute ganz früh schon sagen, naja, Realschule, Hauptschule oder klappt vielleicht auch alles nicht so, dass man mal versucht, ein bisschen besser hinter die Kulissen zu gucken, ist nicht vielleicht auch die Art, wie wir heute lehren, auf dieses Kind nicht zugeschnitten. Also ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld, dass es da von denen, die ein fotografisches Gedächtnis haben, bis zu denen, die eigentlich nicht gerne den ganzen Tag am Pult sitzen, die sondern lieber die Ärmel aufkrempeln würden und es praktischer lernen würden, dass diese Bandbreite in Zukunft über neue Möglichkeiten, über neue Vernetzung besser abgebildet werden können. Ich glaube, da können wir noch richtig was tun und am Ende damit auch zum Wohl der Gesellschaft noch eine ganze Menge erreichen. Sie sprechen es ja an, Bildungspolitik hat sehr, sehr viel zu tun mit Gesellschaftspolitik, jetzt gerade an diesem Beispiel auch. Ich habe eine Frage hereinbekommen von einer Frau Cora Mantel, die eben sehr stark auch gesellschaftspolitisch ausgerichtet ist. Ich darf wieder vorlesen. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, gerade im Bildungsbereich sind Frauen überproportional vertreten, also zum Beispiel mehr Abiturientinnen und Uni-Absolventinnen. Trotzdem sind Frauen in der Gesellschaft unterrepräsentiert. Ich nehme an, insbesondere in leitenden Positionen und ähnlichem mehr, was hier gemeint ist. Als junge Absolventin eines Masterstudiengangs frage ich mich, ob es als Instrument dagegen nicht eine verpflichtende Frauenquote brauchen würde. Wie sehen Sie das? Was sagen Sie zu einer Frauenquote? Auch, Verzeihung, es ist angesprochen, auch beispielsweise für Ihre Partei, die CDU. Ja, die Diskussion führen wir ja gerade sehr, sehr stark hier. Und ich muss, gebe ich auch unumwunden zu, ich bin viele Jahre eigentlich ein Gegner der Quote gewesen. Und zwar, weil ich immer gesagt habe, naja, es gibt ja die Möglichkeit, im Grunde sich da zu engagieren. Und letztendlich habe ich es auch getan ohne Quote. Aber auch ein Teil der Wahrheit, dass ich heute hier sitze, ist Teil der Quote gewesen, dass Frau Merkel gesagt hat, das halbe Kabinett soll weiblich sein und sie musste natürlich auch ihren Teil dazu beitragen. Mhm. So, und jetzt sind wir so weit, dass wir zum Beispiel in der Partei auch sagen, wir wollen quasi innerhalb der Partei jetzt sukzessive auch die Quote durchsetzen, dass so und so viele Frauen denn auch für den Bundestag dann aufgestellt werden müssen und. Und ich muss sagen, mittlerweile halte ich es sogar für richtig, weil ein Phänomen kriegen wir nicht weg. Solange wir in Gremien in der Unterzahl sind, werden diese Gremien immer so arbeiten, wie das männlichen Strukturen entspricht. Und das ist etwas, wo ich halt auch gesehen habe, dass alle oder viele Frauen der Vergangenheit sich dann an diese männlichen Strukturen haben anpassen müssen, was häufig nicht sehr familienfreundlich war. Jetzt kommt auf der anderen Seite dazu, dass eben viele junge Männer auch sagen, ich will aber so gar nicht mehr arbeiten, ich will meine Familie auch ein bisschen mehr sehen. Das hilft, glaube ich, das jetzt aufzubrechen. Aber wenn wir relativ schnell Bewegung da reinbringen wollen, und ich bin froh, dass jetzt innerhalb der Partei das auch sehr positiv diskutiert wird, dass zumindest in den parteilichen Gremien
diese Quoten jetzt verpflichtend werden, weil dann wird sich auch die Arbeitsstruktur ändern. Wenn überall so viele Frauen sind, dass die Frage von echter Vereinbarkeit von Familie und Beruf dann wirklich im Fokus steht, dann ändern sich Arbeitsstrukturen. Und deswegen glaube ich mittlerweile, dass es richtig ist. Das hätte ich aber vor 3, 4, 5 Jahren auch noch nicht so gesehen. Darf ich jetzt vielleicht aus einer männlichen Perspektive nachfragen oder nachfassen? Ich habe sehr viel mit der Industrie zu tun. Wir haben bei uns natürlich auch sehr viel mit Startups, mit Technologie, mit Engineering, Maschinenbau, Mechatronik und so weiter zu tun. Sie kennen dort das Bonmot, wenn sich zwei Mechatroniker oder Maschinenbauer auf der Straße treffen, die in unterschiedlichen Hochschulen studieren, fragt eine, du sag, habt ihr eigentlich eine Frau bei euch im Studium? Dann ist die Antwort eigentlich die, na, habt ihr jemand, der eine Frau kennt bei euch im Studium? Also sehr männlich geprägt. Und um das, was jetzt eben sehr lustig formuliert ist und in dem Fall auch lustig gemeint, jetzt haben wir in Maschinenbaukonzernen und so weiter, bekommen wir aber auf, möglicherweise auf einmal Quoten herein, die mit der Materie, die müssen sie erst einmal finden, diese Frauen, und umgekehrt können sie es natürlich auch auf die andere Ebene erbringen, bräuchten wir dann nicht auch Quoten bei Lehrpersonen, in Sozialberufen und so weiter. Sonst haben wir möglicherweise Schieflagen. Wie sehen Sie das? Also das ist der Punkt, warum ich glaube, wir sollten es mit den Quoten am Ende nicht übertreiben, weil wir haben ein schönes Beispiel. In Ostdeutschland war das damals vor der Wende nie ein Thema, weil Frauen und Männer gearbeitet haben und gerade auch in den naturwissenschaftlichen Berufen waren ganz viele Frauen unterwegs. Auch Mathematik, meine Vorgängerin war Mathematikprofessorin, also oder ist Mathematikprofessorin. Daran sieht man einfach, dass das ein Phänomen ist, was vielleicht auch aus unseren gesellschaftlichen Strukturen heraus so schwierig ist. Ich bin froh, dass wir gerade auch mit der Werbung um diese naturwissenschaftlichen Fächer in den letzten Jahren Fortschritt erreicht haben. Aber ich werbe auch immer sehr dafür, dass wenn man junge Frauen zum Beispiel in so gerade auch in die Ingenieursberufe hineinbringen will, ich glaube, dass sie das grundsätzlich genauso gut können wie die Männer. Dass wir aber uns vielleicht nicht faszinieren lassen von dem Tüfteln selbst, sondern vielleicht eher von der Idee, was bringt das an Mehrwert für die Gesellschaft, für die Familie und so weiter, was bringt das, also diese soziale Idee, die hinter jeder Innovation ja letztendlich steckt, dass wir das vielleicht auch noch mehr in den Mittelpunkt stellen müssen und dass wir dann auch eine andere Diskussion darum kriegen. Und vielleicht nochmal, um so ein kleines Bonmot zurückzugeben, eins unserer Kinder hat gesagt, er wollte Physik studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, Aachen hat doch eine tolle Hochschule. Da kriegte ich dann zurück, naja, Mama, da sind mir zu viele Männer. Und das war ein Junge. Mhm. Also von daher, es geht auch andersrum, dass man vielleicht doch auch Wert darauf legt, dass eben auch an den Hochschulen, wo klassisch die Fächer unterrichtet werden, worauf vielleicht über viele Jahre jetzt eher Jungs angesprungen sind, dass es vielleicht auch gut sein kann, da zu überlegen, wie kann ich denn mehr Mädchen kriegen, damit sie dann auch eine gute Durchmischung haben. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, aber eine, die einen aus Österreich immer irgendwie besonders interessiert. Das ist die Frage des Zugangs zu einem Hochschulstudium. Wir haben in Österreich, insbesondere im Bereich der klassischen universitären Studienrichtungen, der öffentlichen Universitäten, eigentlich lange Zeit einen gesellschaftspolitisch und mitunter auch ideologisch geprägten Diskurs, der sagt, der freie Hochschulzugang und jeder könne oder müsse sich eigentlich losgelöst von finanziellen Barrieren, aber auch mit einer abgeschlossenen Matura, mit einem Abitur frei faktisch um jedes Studium bemühen können. Zwischenzeitlich gibt es Zugangsbeschränkungen vielleicht in Medizin und wenigen ausgewählten Fächern. In Deutschland verwenden sie sehr, sehr stark das Instrument des Numerus Clausus. War das in Österreich, jetzt will ich da niemanden vereinnahmen, aber eigentlich sehr, sagen wir, kritisch oder skeptisch oder irgendwie distanziert gesehen wird, weil es eine Momentaufnahme ist, abgesehen von der Vergleichbarkeit der Bundesländer, der Schultypen und so weiter. Wie sehen Sie das? Also es hat ja mehrere Dimensionen. Das eine ist, dass es für niemanden finanziell scheitern soll. Dafür haben wir ja im Grunde unser BAföG und eben auch noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist das ist die eine Hälfte, dass also jeder, der studieren will, das eben dann auch tun kann. Das zweite ist, dass man eben gucken muss,
Wie werden wir im Grunde damit fertig? Weil zum Beispiel gerade bei Medizin ist das bei uns ja in Deutschland eine sehr extreme Diskussion, wo zum Beispiel auch die Diskussion sehr unterschiedlich läuft. Die einen sagen, wir haben zu wenig Studienplätze und deswegen haben wir diesen großen Andrang. Wir haben auf der anderen Seite aber auch immer sehr dafür geworben, dass möglichst viele sich für solche Bereiche interessieren. Jetzt geht es ja mittlerweile dahin, dass einige Hochschulen sagen, wir gehen nicht mehr nur über den Numerus Clausus, sondern wir machen eben unseren eigenen Test, wo wir eben auch verschiedene Gebiete abfragen und wo wir dann auch verschiedene Gebiete testen, wo es eben nicht mehr nur um das 1-0er-Abi geht, sondern wo es ganz klar auch darum geht, dass in der Breite in den naturwissenschaftlichen Fächern auch ein gewisses Know-how da ist. Auf der anderen Seite höre ich dann unseren Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, der mir dann sagt, naja, hier werden uns Kinder geschickt, die sind ja gar nicht mehr ausbildungsfähig, die können wir in der Hochschule gar nicht ausbilden, dass sie wirklich auch zum Ziel kommen. Also die Diskussion ist an der Stelle sehr breit. Ich bin ein Freund dafür, dass wir jedem es ermöglichen, der es will, und dass wir es auch zulassen und dass wir nicht gleich jeden Abbruch hinstellen als ein großes Drama, sondern dass man das vielleicht auch als Lerneffekt dann hinnimmt und sagt, das ist in einer freien Welt, muss es möglich sein, anzufangen und zu sagen, ja, wir wollen uns da weiterentwickeln. Wir haben in den letzten Jahren 40% an Hochschulplätzen aufgebaut. Und ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren auch eine Diskussion geführt haben, die sehr und vielleicht auch aus OECD-Empfehlungen heraus sehr auf den akademischen Bereich getriggert war, dass man immer nur gesagt hat, naja, und jeder muss irgendwie in die Hochschule. Ich glaube nicht, dass für jeden die Art, wie in der Hochschule unterrichtet wird, die richtige ist. Ich glaube, dass es viele, viele gibt, die auch gut beraten sind, vielleicht mit einer beruflichen Perspektive zu starten und erstmal eine Berufsausbildung zu machen und vielleicht später modular auch in das akademische System einzusteigen. Wenn ich weiter will, wenn ich Verantwortung übernehmen will, komme ich, glaube ich, da heute nicht mehr drum rum. Aber das ist eine vielfältige Diskussion, dass wir grundsätzlich die Wege offen halten, das halte ich für sehr richtig. Aber gerade auch bei Studiengängen wie Medizin, die ja auch ein wirklicher Kostenfaktor sind, werden wir immer irgendwie eine Beschränkung haben, wenn es mehr Bewerber gibt, als ich letztendlich bedienen kann. Es gibt ja eben auch Hochschulstudiengänge, wo die Bewerberlage so dünn ist, dass sie händeringend im Grunde ja Leute nehmen, wo dann aber trotzdem, wenn es ein kompliziertes und ein schwieriges Studium ist, doch auch in den ersten Jahren große Prozentsätze rausfallen. Und also ich sage immer, das ist kein Scheitern, sondern das ist ein Lerneffekt, dass ich vielleicht entweder überlegen muss, schaffe ich das bis zum Ende des Studiums. Aber das ist natürlich auch kein schönes Erlebnis. Wenn wir vorher etwas dazu tun könnten, sie vielleicht auf einen Pfad zu setzen, der dann ein bisschen erfolgversprechender ist, wäre das für mich eigentlich die schönere Möglichkeit. Und der Zugang, dass Sie sagen, ja, vielleicht machen die Universitäten etwas falsch, dass sie gerade in den ersten Jahren sehr viele nicht dort abzuholen scheinen, wo diese Studierenden warten. Also nicht nur gewissermaßen, es waren die falschen Erwartungshaltungen oder die falschen Eignungsprofile, sondern vielleicht auch der falsche Zugang, sie abzuholen, sie einzubinden, mit diesen Leuten zu arbeiten. Sehen Sie dort nicht auch eine stärkere Verantwortung? Also es gibt ja mittlerweile immer mehr, die ersten zwei Semester quasi so als Testsemester nehmen, in denen man dann auch noch umschwenken kann und sich auch einen Teil davon anrechnen lassen kann. Ich denke, das wird mehr werden. Das hat aber auch damit zu tun, dass ja die Vielfalt auch immer größer wird. Wenn man nur mal die Veränderung der Studiengänge sich auch anguckt, dann ist ja auch viel unübersichtlicher geworden. Also ich bin jetzt 30 Jahre aus der Schule und vor 30 Jahren war das alles relativ überschaubar. Wenn man heute sieht, was es an Bachelor- und an Masterstudiengängen an Vielfalt gibt, ist das, glaube ich, auch nicht so einfach. Und deswegen diese Einstiegssemester, wo man selber mal gucken kann, ist das das Richtige, wo ich mich dann an der Hochschule orientieren kann und dann vielleicht auch nochmal in Nuancen umschwenken kann in einen anderen Studiengang, das halte ich schon für eine sinnvolle Variante. Man muss halt gucken, das darf jetzt auch nicht endlos werden. Also wenn man sagt, ein, zwei Semester, halte ich das für eine gute Idee. Und das ist übrigens auch der Punkt, wir gucken ja dann immer mit der Finanzierung. Beim BAföG ist das häufig dann auch bei uns schon mit eingepreist, weil wir zahlen ja eine Regelstudienzeit. Ja. Und das machen ja die meisten Hochschulen in Deutschland, dass sie das dann quasi mit einpreisen, dass dadurch hinterher die Regelstudienzeit nicht überschritten wird. Und da sieht man schon, welchen Charakter das auch haben soll, nämlich so diesen experimentellen, dass man sich erstmal einfinden muss, auch in die Art, wie in Hochschulen dann gelehrt und auch letztendlich gelernt wird.
Vielleicht kleines Feedback, aber es geht ja primär um Sie, dass wir Ihre Meinung und Ihre Perspektiven hören. Aber wir bekommen an unserer Hochschule im Jahr etwa 4.200 Bewerbungen auf etwa 1.200 Studienplätze. Nun, wir machen das unendlich aufwendig mit sehr umfassenden Bewerbungsdossiers, die wir von den Bewerbungen oder im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erbitten. Und nicht nur das, wie wenn ich einen Reisepass beantrage, sondern all das, was das Engagement im sozialen, im gesellschaftlichen, im sportlichen, im kulturellen und so weiter, aber vor allem auch die Motivation, die Berufsziele, die Erwartungshaltungen bestmöglich zum Ausdruck bringt. Empfehlung schreiben. Zweitens, Tests. Kognition, räumliches, sprachliches etc. Drittes, persönliches Aufnahmegespräch vor einer Kommission. Ist unglaublich aufwendig. Wir sind eine vergleichsweise kleine Hochschule, aber wir haben Abschlussquoten von etwa 85%. Und das ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Maßnahmen, einander kennenzulernen und über den Weg Erwartungshaltungen auch abzugleichen. Nicht nur die Eignung, sondern die Erwartungshaltungen. Wie sehen Sie solche Aufnahmeverfahren? Ist das etwas, was Sie sich flächiger vorstellen könnten? Ja, Sie sagen ja selber, das ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und bei den Zahlen, die wir Jahr für Jahr in die Hochschulen aufnehmen, ist das schon, also glaube ich, eine Größenordnung, wo sehr, sehr viel Kapazität dann verschlungen wird. Aber am Ende wird die Welt immer individueller werden. Und ich glaube, dass wir uns diesen Mühen, die das Ganze macht, nicht wirklich entziehen können. Ich diskutiere das ja ganz viel auch im Bereich der außeruniversitären Forschungs Einrichtungen, dass wir überlegen, wie können wir wesentlich enger auch die Doktoranden und all die, die so in diesem Mittelbau in den Hochschulen oder auch in den außeruniversitären Einrichtungen arbeiten, wie können wir die wesentlich besser begleiten? Wie können wir mit denen quasi auch so ein bisschen Karriereplanung betreiben? Und das ist ja eine ähnliche Diskussion wie das, was Sie quasi als Zulassung für Ihre Hochschule machen. Also wir werden uns miteinander wieder wesentlich mehr beschäftigen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei, aber ich finde, das macht doch eine Gesellschaft reicher. Und insofern, wenn Sie dann sagen, am Ende bringt es eben auch eine höhere Abschlussquote, dann werden viele Hochschulen, weil sie ja heute auch im Wettbewerb miteinander stehen, sich irgend solche Möglichkeiten überlegen. Und ich halte es für richtig. Macht die Gesellschaft wieder persönlich. Ich darf wieder zu Fragen kommen, die herein wirklich drängen. Ein Herr Michael Haag fragt seine Frage als Lehrender, ich weiß jetzt nicht genau wo, Verzeihung, im öffentlichen Schulbereich, entnehme ich der Adresse, welche KI-Methoden glauben Sie sind besonders anwendbar für die Feststellung, wo jemand Eignungs- oder auch Verständnisprobleme hat. Gibt es gute Firmen, die das anbieten, gute Konzepte, von denen Sie ausgehen würden? Also was ich mir letztens mal auf einer Messe angeschaut habe, ist jetzt schon ein Weilchen her, von daher kann ich Ihnen noch nicht mal mehr sagen, ich glaube, das war ein Startup, wie dieses Startup hieß. Aber da ging es darum, dass man feststellt, wenn jemand ein Lehrbuch durcharbeitet, dass man feststellen konnte, wo bleibt er hängen, wo liest er die Dinge zwei, drei, viermal. Und dadurch alleine kann man, glaube ich, schon viele Schlüsse auch ziehen. Das ist ja übrigens auch dieser ganze Fortschritt, der in der neurologischen Forschung im Moment steckt. Also wir wissen ja über die Art, wie unser Gehirn arbeitet, noch relativ wenig. Und dadurch können wir natürlich große Fortschritte in den nächsten Jahren machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schon wirklich optimal funktioniert, aber ich finde, wenn wir diesen Gedanken mitnehmen in die Art, was wir heute versuchen zu implementieren und dann parallel sowohl die Startups als auch die Forschung weiterarbeiten lassen, an diesen Themen auch in der KI, diese ganzen KI-Module zu verbessern, dann wissen wir aber schon, wo es hingeht. Und dann kann man sich eben schon mal überlegen, was brauche ich denn und kann übrigens. Und das finde ich ist auch aus Sicht eines Lehrenden ein ganz springender Punkt, weil im Grunde brauchen ja die, die solche Module entwickeln, die brauchen auch die Rückmeldung, was wollen wir denn wissen? Was will denn der Lehrende in der Schule wissen vom jeweiligen Schüler? Die andere Diskussion, die wir an der Stelle noch gar nicht geführt haben und die, finde ich, auch etwas ist, was kritisch zu betrachten ist,
Wer darf die Daten eigentlich bekommen, die da alle generiert werden? Das finde ich ist ein ganz entscheidender Punkt, wo wir über die Individualisierung der Daten, die über solche Möglichkeiten denn dann generiert werden, dann eben auch diese ganze Frage von Speicherung und wer soll sie wann wo nutzen, das ist nicht einfach zu beantworten, aber diese Diskussion müssen wir führen. Ich darf auf eine Frau Silke Lehnhardt kommen, die Frage an Sie richtet, Frau Bundesministerin. Die Basis für jegliche Form der digitalen Bildung oder Unterstützung der Bildung ist eine brauchbare Infrastruktur, eine leistungsfähige. Mhm. Seines Laptops, Tablets für Lehrpersonen, Schüler, E-Mail-Adressen, WLAN, Bildungskontent, der bereitgestellt wird. Mhm. Wenn nun jede Schule, so die Frage, hier etwas Eigenes versucht, ist das extrem teuer, ineffizient, langsam, führt zu heterogenen Ausprägungen. Welche Konzepte sehen Sie oder verfolgen Sie, um einheitliche, standardisierte Infrastruktur und Contents bereitzustellen? Also das eine ist ja, dass wir mit diesem Digitalpakt Schule, den wir im letzten Jahr mit den Ländern vereinbart haben, die Infrastruktur in der Schule zur Verfügung stellen wollen. Also diese 5 Milliarden, die wir damals vereinbart haben, waren nur dafür da, die Struktur in der Schule zu finanzieren. Also im Grunde die WLAN-Ausleuchtung im Wesentlichen und die Anwendung von Smartboards. Jetzt haben wir ja innerhalb der Krise und auch bei den Runden mit unserer Bundeskanzlerin und den Kultusministern haben wir dann ja nochmal vereinbart, dass wir jetzt Endgeräte für bedürftige Schüler anschaffen, auch übrigens über die Schule als Leihgeräte für die Kinder, weil das in Deutschland gar nicht anders möglich ist, sonst kann der Bund es gar nicht bezahlen. Also da hängen auch so ein bisschen unsere grundgesetzlichen Strukturen, die vielleicht an der Stelle auch nicht passend aufgestellt sind, aber das ist eine Diskussion, die würde uns jetzt nicht zum Ziel führen. Das Zweite ist, dass wir jetzt gesagt haben, wir geben nochmal 500 Millionen Euro aus, um Lehrerendgeräte zu finanzieren. Da schätzen wir auch, dass wir so Pi mal Daumen unsere 800.000 Lehrer in Deutschland ausstatten können. Mhm. Und das Dritte ist, dass wir jetzt Strukturen schaffen, wo wir die Wartung der Geräte einheitlich über, ich sag mal, ein gutes Wartungssystem möglich machen, dass wir wirklich sagen, so, wir wollen jetzt die Wartung professionalisieren, weil bisher ist es in Deutschland auch so gewesen, alle Technik, die da war, wurde im Wesentlichen aus der Schule heraus von ein paar affinen Lehrern, manchmal auch von affinen Schülern dann mitgewartet und das muss ja erstmal alles professionalisiert werden. Und dann gibt es ja auch sowohl Startups als auch, wir haben über die HPI Schulcloud so ein Lernmanagementsystem als Forschungssystem in Auftrag gegeben, weil wir gesagt haben, unter Datenschutzgesichtspunkten muss das halt auch konform sein. Da gibt es jetzt also in jedem Bundesland unterschiedliche Lerninfrastruktur, die genutzt wird. Wir versuchen jetzt auf Bundesebene diese verschiedenen Lerninfrastrukturen zusammenzufassen, dass wir Schnittstellen kriegen, dass die auch länderübergreifend miteinander arbeiten können. Wir haben uns jetzt auch mit den Ländern darauf geeinigt, dass wir eine Bildungsplattform schaffen, auf die wir dann quasi auch Inhalt generieren. Inhalt ist in Deutschland normalerweise alles Ländersache. Sobald ich mich da einmische, kriege ich jedes Mal was auf die Finger. Aber mittlerweile sind wir uns da jetzt mit den Ländern einig, dass wir eine Bildungsplattform schaffen, wo auch Inhalt aufgespielt werden soll, den wir dann auch letztendlich wieder updaten und der dann länderübergreifend genutzt werden kann. Und dann muss man sich jetzt über die Standards weiter unterhalten. Wir hatten ja in Deutschland diesen Nationalen Bildungsrat geplant, der genau die Idee hatte, Bildungsstandards deutschlandweit zu implementieren. Das ist mir dann von den Ländern ein wenig aus der Hand geschlagen worden, weil die Länder haben dann gesagt, wir können das alleine, dazu brauchen wir den Bund nicht. Darauf haben sie sich jetzt innerhalb der Kultusministerkonferenz geeinigt, dass sie mit einem wissenschaftlichen Beirat zusammen solche Standards implementieren wollen. Ich werde aber an dieser Stelle ganz genau hingucken, weil ich habe schon den Eindruck, dass das etwas ist, wo es auch bundesweit wichtig ist. Also ich bin ja im Grunde die Frage nach PISA, die läuft immer bei mir auf. Und deswegen werde ich sehr genau hingucken, dass möglichst schnell auch leistungsfähige Standards in Deutschland geschaffen werden für die digitale Infrastruktur, weil am Ende geht es nicht anders. Und zum Beispiel, dass wir jetzt Endgeräte für die Lehrkräfte anschaffen und dann eben auch sagen, das sind jetzt Berufsendgeräte und da bleiben eben auch nur berufliche Daten dann drauf. Das ist zum Beispiel etwas, was im Gesichtspunkt von Wartung, Datenschutz und so weiter,
die Sache viel einfacher macht, selbst wenn die am Ende nicht alle die gleichen Geräte haben. Aber damit kann man dann schon Standards implementieren, die es auch einfacher und schneller machen, da am Ende auch miteinander arbeiten zu können. Und es wächst, aber es wächst aus meiner Sicht leider nicht so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Auf der anderen Seite weiß ich auch, es muss alles erst umgesetzt werden. Und ich glaube schon, dass mittlerweile alle guten Mutes und guten Willens sind, da jetzt auch voranzukommen. Frau Bundesministerin, die Neugierde des Moderators, des Rektors, der Ihnen gegenüber sitzt, ist unendlich groß und ich würde gerne weitere Fragen stellen. Die Höflichkeit des Moderators gebietet es, auf Pünktlichkeit zu achten, weil Sie Anschlusstermine haben. Wenn ich noch eine Frage, wir haben jetzt 18 Uhr, an Sie richten darf, noch dazu, ja, es ist einfach so spannend mit Ihnen. Wir haben das Thema Forschung ja kaum ansprechen können, was ich sehr bedauere, weil das für uns extrem spannend auch in Startups und so weiter hineingeht. Technologie, Standort natürlich. Aber vielleicht eine Frage. Wenn Sie als Bundesministerin völlig frei werden und die eine Entscheidung, die eine Maßnahme treffen könnten, ohne Rücksichtnahmen, die Sie zu treffen hätten, zum einen in der Bildung, und zum anderen im Bereich der Forschung. Welche Wünsche, welche Entscheidungen, welche Maßnahmen würden Sie hier treffen? Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es letztendlich im Moment ja darum geht, überall jedes Rädchen zu drehen, um in die digitale Welt zu kommen und auch die Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen. Was eben angesprochen worden ist, dass ja sehr die Herkunft noch den Bildungsweg bestimmt. Das ist das, was mich im Bildungsbereich am meisten umtreibt, weil ich glaube, dass wir da noch ganz viel Potenzial haben, was wir heute noch nicht richtig nutzen und dass wir da eben auch noch sehr kopflastig unterwegs sind, dass wir da wesentlich mehr diese Kreativität und diese Empathie, die in uns allen steckt, dass wir die noch ganz anders rauskitzeln müssen und dass wir damit auch das Bildungsniveau der gesamten Gesellschaft am Ende noch heben könnten. Das ist das, was mich im Bildungsbereich umtreibt. Und im Forschungsbereich, wir haben da ja so zwei oder drei wesentliche Entwicklungen. Bei der künstlichen Intelligenz sind wir jetzt dabei, dass wir ans Ausrollen kommen müssen. Jetzt muss im Grunde das ganze Know-how muss in der Wirtschaft jetzt richtig genutzt werden, was da schon möglich ist. Das zweite ist, dass wir im Bereich der gesamten Energiewende jetzt wirklich zeigen müssen, dass wir ein Energiewendesystem aufbauen können, was mittels nachhaltig produzierter Energien wirklich auch in der Lage ist, grundlastfähig zu werden und auch ein Industrieland nachhaltig mit Energie auszustatten, und zwar zu bezahlbaren Preisen. Ich will an dieser Stelle die nationale Wasserstoffstrategie ansprechen. Das ist für mich auch ein ganz, ganz springender Punkt, dass wir in der Lage sind, jetzt wirklich unser System so zu vervollkommnen, dass nicht nur Produktion quasi geleistet werden kann, was wir übrigens auch in Europa nicht alles selber können, weil wir so einen Energiehunger haben durch die ganze Digitalisierung, dass wir schon auch weiter Energieimporteur bleiben, nicht nur als Deutschland, sondern ich glaube auch gesamteuropäisch werden wir das nicht alles alleine stemmen können. Aber mit der Wasserstoffstrategie, so wie sie uns vorschwebt, sind wir in der Lage, jetzt die letzten Bausteine, die uns bei der Energiewende noch fehlen, wirklich zu implementieren, zu sagen, so, wir müssen jetzt unsere Netze aufrüsten, wir müssen jetzt Energiespeicher passend schaffen. Das ist bei uns die große Diskussion. Wir haben mit dem Zukunftspaket 7 Milliarden Euro eingesteckt, um diese mittels dieser Wasserstoffstrategie wirklich die Energiewende jetzt zum Erfolg zu führen. Und der dritte Punkt ist, wir müssen uns für die Zukunft vorbereiten. Und diese für die Zukunft vorbereiten bedeutet, dass wir heute uns im Grunde den Fragen stellen müssen, was ist in 10, 15 oder 20 Jahren Stand der Technik? Und dann bin ich bei der Frage auf der einen Seite nach Quantentechnologien. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir selber auch einen Quantencomputer bauen wollen, dass wir wirklich fit werden in all den Fragen Quantensensorik, Quantenkommunikation, Quantencomputing. Und das Zweite ist, dass wir gucken müssen, wie wir, ich sag mal, unsere 4G weiterentwickeln zu 5G. Aber 5G ist zum Beispiel in Deutschland auch eine Frage von, wir können da wirken, also wir können kleinteilig entweder auf wenig Band oder in kleiner Bandbreite, die uns im Moment zur Verfügung steht,
wenig Bereiche ausstatten oder wir können eben mehr Bereiche ausstatten, aber dann können wir es nicht mit einer wirklichen leistungsfähigen Datenübertragung schaffen. Also ich sage mal, dieses Operieren von einem anderen Standort, das würde ich, glaube ich, heute noch nicht so initiieren, weil das, glaube ich, ist noch nicht zuverlässig. Also die Weiterentwicklung von 5G auf 6G und am Ende dann irgendwann auch weiter auf 7G, das sind dann für uns die Fragen, mit denen wir uns jetzt sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und das sind so die drei Bereiche, also diese Energiefrage, wirklich nachhaltiger zu werden, dann eben die KI-Frage, damit die Digitalisierung mit all seinen Möglichkeiten jetzt in der Praxis landet und wie bereiten wir uns für die Zukunft vor. Ich habe große Freude, dass Sie Themen angesprochen haben. Wasserstoff, die Vorsitzende des Wasserstoffrates des Deutschen wurde ja vor kurzem bestellt bzw. gewählt, Katharina Reiche. Wir haben die Ehre, dass sie bei uns unserem Advisory Board der Unternehmerischen Hochschule bei uns angehört und wir da gemeinsam nachdenken. Quantenoptik, Quantenphysik ist ein Schwerpunkt in Innsbruck an der Alma Mater in Innsbruck. Würde mich sehr freuen, Ihnen das auch einmal persönlich gemeinsam mit der Universität vorstellen zu dürfen. Und insgesamt ist das Thema Wasserstoff und auch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit etwas, einschließlich bitte, was die wenigsten wissen, 5G oder 6G, etwas, wo Europa Vorsprung vor den USA hat. Über China ist ein eigenes Thema, darüber zu philosophieren. Ja. Aber das freut mich ganz, ganz besonders. Jetzt muss ich leider, so sehr ich das bedauere, zum Schluss kommen. Höflichkeit Ihnen gegenüber und Zuverlässigkeit. Ich darf mich bei allen bedanken, die sich eingebracht haben mit Fragen. Ich darf mich bedanken bei allen, die hier teilgenommen haben, die uns ihr Interesse geschenkt haben. Ich möchte mich bei Ihnen insbesondere ganz, ganz herzlich bedanken, Frau Bundesministerin Karliczek, auch bei Herrn Bundesstaatssekretär Norbert Bartle, der hier hilfreich tätig war, sie zu uns oder mit uns zusammenzubringen. Möchte eine kleine Vorschau noch geben. Der nächste Live-Talk, die nächste Online-Live-Talk wird am 4. November sein, um 17 Uhr. Tino Krause, der ist Country Director DACH von Facebook und wird zum Thema Social Media, Business und Demokratie sprechen. Am 20. November wird mittags derzeit noch in Präsenz geplant, abhängig von der Corona-Situation, Martin Brandt, Chief Executive der Erwin-Hümer-Gruppe, bei uns sein. Am 24. November Thoralf Haag, der Chief Executive von Voith in Heidenheim. Und so geht's weiter. Bitte nützen Sie, liebe Freunde, Gäste, Leserinnen und Leser der Tiroler Tageszeitung, diese Möglichkeiten. Abschließend noch einmal um Verständnis, dass ich nicht alle Fragen weiterleiten konnte. Auch meine eigenen haben gelitten. Ihnen aber jetzt wirklich danke. Alles Gute, toi toi und bleiben Sie gesund. Ne? Sie auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Danke sehr.